Sure 2, Vers 62. Diejenigen, die glauben und die Juden und die Christen und die Sabier, alle, die an Allah und den jüngsten Tag glauben und gute Werke tun, die werden nicht traurig sein und am jüngsten Tag werden sie ihren Lohn von Allah bekommen. Auf den ersten Blick sagt man sich ja, stimmt, hier steht ja, die Christen kommen ins Paradies. So jetzt. Aber was haben wir gesagt, was wir als erstes gucken? Esbabu Nuzul. Warum ist dieser Vers herabgesandt worden? Dann gucken wir allgemein und speziell. Dann gucken wir, wie hat der Prophet diesen Vers erklärt. Okay, gehen wir mal die einzelnen Dinge herunter. Dieser Vers kam herab, als Salman al-Farisi gefragt hat, was mit seinen Leuten ist, mit seinen Christen ist. Salman al-Farisi war ein Christ, der den Islam angenommen hat. Und sie haben ihn, der hat gefragt, was ist mit den Leuten, die haben an Gott geglaubt, haben gute Werke getan, waren Christen gewesen, die haben aber nicht daran geglaubt, dass Jesus Gott ist und so, sondern anders als die Christen heute. Was ist mit diesen Leuten? Die haben aber nicht an dich, Mohammed, geglaubt, weil die haben ja nichts von dir gewusst, aber die haben schon geglaubt, weil die haben mich ja hier hingeschickt und haben gesagt, hier, guck mal, das ist der Gesandte Gottes wird jetzt in der arabischen Halbinsel kommen. Ja, deswegen ist Salman al-Farisi auf die arabische Halbinsel gekommen, weil er wollte den letzten Propheten treffen, was diese Christen ihm damals gesagt haben. Das heißt schon mal komplett andere Geschichte. Dann hat Allah herabgesandt, wahrlich diejenigen, die glauben und die Juden waren und die Christen, alle die an Allah. Das heißt für diese Leute, das heißt der Esbab Nuzul, der Grund für die Arab-Sendung dieses Verses ist etwas ganz anderes. Und du siehst, du hast mit ganz anderen Christen zu tun, als der heute sagt, Jesus ist Gott. Trinität. Punkt 1. Punkt 2. Am Wachas. Wir haben aber spezielle Beweise aus dem Koran, dass jemand, der den Islam nicht annimmt, in die Hölle geht. Aber was war mit diesen Menschen? Diese Menschen haben vom Islam nichts gehört. Jetzt kommt als drittes, was? Die Sunna. Was sagt die Sunna? Was hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, als dieser Vers herabgesandt wurde? Was hat er dann gesagt? Er hat gesagt, "Man mata ala dini Isa wa man mata ala al-Islam", wer auf der Religion von Isa gestorben ist, das Richtige, womit er gekommen ist. Und womit ist Isa gekommen? Mit Islam. Wa man mata ala al-Islam, das heißt jetzige Scharia auf dem Islam. Fa huwa al-Khair. Dem geht's gut. وَمَنْ سَمِعَ بِيَ الْيَوْمِ وَمَاتَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِلَذِي أُرْسِلْتُ بِي فَقَدْ حَلَكْ. Und wer heute von mir hört und dann nicht daran glaubt, womit ich gekommen bin, der ist schon vernichtet. Das heißt, der Vers sagt ganz klar, dass diejenigen, die vorher gelebt haben und sind der Religion von Jesus gefolgt und sind der Religion von Moses gefolgt, die mit was kamen? Mit Islam. Die haben nicht gesagt, betet mich an, sondern die haben gesagt, bete Gott alleine an. Der ist nämlich gut. Aber derjenige, der jetzt hört vom letzten Propheten, um Muslim zu sein, Gottergebener zu sein, muss er an den letzten Propheten glauben. Wenn er das nicht tut, fakat halak, wie der Prophet sagt, ist er vernichtet.